Moin Leute, was geht? Hier ist euer Kevin und wir sind wieder zurück mit einem neuen Part von Let's Play Battlefield 3. Wir waren auf der Suche nach dem gegnerischen Scharfschützen. Jetzt müssen wir weiter. Und wir rennen hier gerade ein Hochhaus hinauf. Ja, okay. Augen offen. Oh mein Gott. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung vortasten. Bleibt nicht von den Fenstern stehen. Schütze, erledigt ihn! Der Sniper versucht uns alle umzubringen. Ich spreche kein Arabisch. Holt Al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3, hier Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Gesichert. Scheiße, Kontakt! Sieht jemand was? Der verdammte Scharfschütze. Unten bleiben. Los, in Deckung. Hey, ich glaube, es ist das Hotel. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und los. Okay, unterwegs. Und los. Und rüber. Okay, unterwegs. Jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? Huch. An die Wand. Black, warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Das ist wirklich unglaublich geil, Atmos. Och. Du Scheiße. Okay, so viel dazu zum Nicht-Failen. Wir sind aus Versehen irgendwie aufgestanden. Aber ja, der kleine Cut hat es verhindert, dass wir den Todesabspann noch gesehen haben. Und jetzt geht's weiter und wir werden diesen Mistkerl da drüben in diesem afghanischen Hotel erledigen. Black jetzt! Ja, der kniet sich da einfach so hin. Ist ja nicht so, dass der Sniper ihm einfach in den Kopf schießen könnte. Okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sich verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. ein RPG, Leute. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereit halten! 3, 2, 1, Feuer frei! Bam. Ziel perfekt erwischt! Alles okay? Alles okay. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Ich glaube, wir haben nicht nur das Ziel erwischt, wir haben das ganze Hotel erwischt. Können ihn zwecks Abholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Kein Problem, Medevac. Welche Richtung? Over. Nordseite. Nordseite. Misfit 1-3 in Position. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Haltet Ausschau nach feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Wir müssen jetzt hier Deckung geben, damit unsere verwundeten Soldaten hier. Ja, genau. Was ein Scope! Naja, Leute, ihr seht schon, im Schwierigkeitsgrad schwierig ist alles ein bisschen schwieriger. Ja, okay, aber ich brauche eine gute Sniper-Position. Feindbewegungen auf der Straße! Den Balkon, linke Seite. Balkon, linke Seite. Tot. Tot. Bam. Okay, los geht's. Wir geben diesen
Typen keine Chance. Haltet Straße und Dächer im Auge. Wir geben euch Deckung, ihr könnt los. Ja gut, dann geht mal los. Ich werde hier alle aus der Deckung schießen, die euch irgendwie angreifen. Angriff! Bam, bam. Tot. Oh. Wo ist der Typ? Sind sie erledigt? Gut, nachladen. Komm jetzt immer näher. Ich glaube, die Leute. Können wir bitte von diesem scheiß Dach runter? Verstanden. Der Rückweg wird uns fahrig. Kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Unsere Kollegen sind anscheinend schon abgehauen. Ihr seid ja kameradlich, Leute. Das schaffen wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke nehmen. Okay. Scheiß Pfadfinder. Scheiß Pfadfinder hier. Los! Und weiter, schnell. Wir müssen von diesem Dach runter. Hier sind wir ein leichtes Schützenziel. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Sind unterwegs zum Zielort. Over. Wir boxen uns durch. Ich hoffe, dass Sie okay sind. Was passiert, wenn die PLR die Macht an sich reißt? Terroristen an der Spitze sind nicht gut. Alter, Amerika wurde von Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der scheiß Unabhängigkeitskrieg war? Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich bei den Marines gelandet? Weißt du was, Campbell? Das frage ich mich auch oft genug. Angriff. Munitionskisten natürlich, sehr schön. Scheiße, Kontakt! Oh mein Gott, schnell in Deckung. Wir müssen echt aufpassen hier im schwersten Schwierigkeitsgrad. Nämlich auf dem Schwierigkeitsgrad schwierig. Ist also ein bisschen sehr, sehr unglaublich schwierig. Und nur ein paar Schüsse. Teambeschuss wird nicht toleriert. Ups. Habe ich Teambeschuss gemacht? Tut mir leid, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur die Terroristen erschießen. Ist das die Patrouille? Zwei davon. Reiß dich zusammen, Mann. Oh mein Gott. Die Patrouille wurde schon aufgemischt. Scheiße, wir haben hier Verletzte und Tote. Verstanden. Misfit-Führung, hier 1-3. Brauche sofort Kesselbeck. Verstanden? 1-3 verstanden. Sind endlich soweit. Haltet durch, out. Das Ganze gefällt mir nicht, überhaupt nicht. Ein zerstörter Jeep. Das ist gar nicht gut. Hier sind noch mehr. Sekundärdraht. Sekundärdraht, verstanden. Kacke, wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns. Eine Bombe. Wo ist das Problem? Kapp den Draht. Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht. Blackburn, du bist Freiwilliger. Folge dem Draht. Okay, wir werden diese Bombe entschärfen. Schnell.
Waschmaschinen. Was hat das zu bedeuten? Ja, ich bin doch unterwegs. So schnell wie möglich, um diesen Scheißbombe zu entschärfen. Oh, eine Ratte. Bevor hier alles in die Luft geht. Oh mein Gott! Was will der Typ von uns? Meinst du, du hast eine Chance, du dreckiger kleiner Afghaner? Bam! Au, Scheiße! Fick dich! Was willst du eigentlich, hä? Duck, duck, duck! Letzte Sekunde entschärft. Wie jetzt Beschuss? Verdammt nochmal, ich dachte, wir entschärfen eine scheiß Bombe. Jetzt sind wir hier wieder mitten im Krieg gelandet. Oh mein Gott, was geschieht hier? Ein Angriff. LMG, okay. Ja, das ist nicht mal so einfach hier. Hier wird man ja von allen Seiten beschossen. Okay, ich habe das MG, aber... Geil! Echt geil! Cut! Ich sehe schon, dieses Let's Play wird sich ins Unendliche hinauszögern, wenn wir die ganze Zeit sterben werden. Aber das Gute daran ist, für uns, für Kifty natürlich, dass wir sehr viel Material haben, um Outtakes. Sehr viel Outtake-Material haben. Das ist immer sehr gut, weil man kann solches Material natürlich immer wieder mal verwenden. So, jetzt machen wir das mal irgendwie anders. Wir nehmen jetzt einfach mal das MG und kriechen aus der Deckung raus. Oder probieren einfach mal zu rennen. So, jetzt rennen wir hier wieder unter die Treppe. Und probieren einfach von hier so viel auszuschalten wie möglich. Was ist denn auch für ein scheiß Visier, Mann? Das sieht man... Oh! Ich krieg einen Rappel! So, ich glaube nur schon mit diesem zweiten Part hier von Let's Play Battlefield 3 haben wir schon genug Outtakes für ein ganzes Abo-Special-Petto. Ja, Teamschuss wird nicht toleriert. Ich wollte ja dich auch gar nicht anschießen. Was habe ich denn dafür, wenn du mir hier in die Schussbahn läufst? Muss ich das MG überhaupt unbedingt holen? Ich habe irgendwie gar keinen Bock drauf. Ich werde eh nur verrecken, weil hier 1 Million Leute angestürmt kommen. Aber wir probieren's. So, und jetzt probieren wir wieder zurückzurennen. Diesmal allerdings eine andere Position. Wo ist eigentlich der Scheiß-Typ mit der RPG? Der ist da hinten irgendwo. Oh mein Gott, ich lege mich jetzt hin, krieche ein bisschen zurück. Oh mein Gott, die Panzerfaust feuert auf uns. Yeah, wir haben Helikopterunterstützung. Von Osten kommt Bewegung, Achtung, umrücken und feuerbereit. Wir rennen zum Jeep. So, jetzt erstmal. Feuerschutz auf der Straße. Alles klar.
frisst Blei, ihr dreckigen PLR. Was passiert hier? Ein Erdbeben! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh. Nein. So viel dazu, Leute. Ja, und ich muss euch leider wieder sagen, das war's wieder mit diesem Part von Let's Play Battlefield 3 von mir, dem Kevin aus dem Kiftin-Team. Und ich würde sagen, ich werde hier noch ein paar Schlussworte in Worte fassen. Und zwar, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bitte schreibt doch in die Kommentare, was ihr gut gefunden habt an dem Part, beziehungsweise was ihr nicht so gut gefunden habt. Verbesserungsvorschläge, damit wir uns natürlich auf Kiftin verbessern können. Die nächste Mission ist Aufstand. Und somit sage ich auch schon, ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein beim nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Battlefield 3. Somit sage ich, tschüss Leute, wir sehen uns. Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusstlos. Ja, Sir. Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen. Weil Sie mich so oder so foltern werden. So arbeiten wir nicht mehr. Jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden. Ganz toll. Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als ich zu mir kam. Da war ein Funkspruch. Wie lange genau? 6 Stunden 8. Das ist wichtig. War das ein Zug? Sind wir im Hattersburg? Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte. Ich war noch ziemlich benommen, als ich mich rauszog. Deshalb weiß ich nicht. Und es war dunkel. Als Sie sich rauszogen, waren Sie begraben? Ich konnte etwas erkennen. Sie sagten doch, es war dunkel und Sie waren angeschlagen. Machen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn. Unterhalten Sie uns. Na los. Wenn Sie das sagen. Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen. Und nach dem Beben sahen Sie etwas. Was war das?